Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Diablo 3 Reaper of Souls. Wir waren ja im letzten Part in diesen Rift. Also sind wir in diesen Rift gegangen und jetzt gehen wir weiter. Und das auf dem Schwierigkeitsgrad schwer. Wow, schon längere Zeit nicht mehr. Auf schwer gespielt, nur auf Profi und Ding. Normal und ein bisschen Meister noch. Und ja. Die Gegner sind halt sehr zäh. Aber das ist eigentlich nicht so das Problem unseres Barbaren, weil er auch gut aushält. Darum kann er auch den Kampf, auch wenn er ein bisschen länger dauert, recht gut überleben, recht gut aushalten. Und es droppen ja reichlich Heiltränke, die sogar noch Explosionen auslösen. Durch einen Setgürtel. So. Und die nächsten Champions kommen. So, jetzt haben wir die. Noch eine. So schön. Ja, sie gehen recht lang, die Kämpfe. Mit den Champions und Elites, aber immerhin ist es lohnenswert durch die Erfahrung. Wir haben jetzt schon fast wieder ein Level. Gott, geht das schnell. Richtig geil. Und der Schaden steigert sich auch. Also irgendwie ist der Schaden gar nicht gesunken. Die Krits machen natürlich ein bisschen weniger Schaden und die Kältefähigkeiten machen ein bisschen weniger Schaden. Aber im Allgemeinen bin ich doch ein bisschen stärker geworden. Oder das letztes verpasst hat. Ich habe diese Armschienen ausgetauscht, damit Schreine einen Champion freilassen. Aber ich muss jetzt erstmal einen Schrein finden. Hallo? Oh Gott, zu viele Laser. So Laser-Spammer nerven natürlich extrem. Ach, Blizzard, das habt ihr immer noch nicht gefixt. Ihr seid sowas von unfähig. Ach komm, hey. Das macht echt keinen Spaß. Nur diesen Lasern auszuweichen, ist voll pussyhaft. Ah, schon wieder mehr Leben. Natürlich. Man hat ja andere Probleme nicht. Oder? Man hat ja keine anderen Probleme. So, noch ein. Ja, nicht teleportieren kann er natürlich auch noch. Ist er nicht. Oh, das war ein qualvoller Gegner. Hier ist noch einer weggeschleudert worden. Das ist gut, wenn die weggeschleudert werden. Gibt's endlich mal einen Schrein? Wieso gibt's hier keine Schreine? Vor allem die großen werden doch nicht. Oh. Thank you.
Irgendwo. Hier ist der. Der große ist der Elite-Gegner. Aha. Yeah. Ich bin ein Barbar. Wir zerstören alles. Alle und jeden. So. Gut. Ja, jetzt kommt noch mehr hier. Ei. Einmal den Glacier drauf und schon alles. Peng. Oder die Lawine, eher gesagt. Oh, der hat reingehauen. Gott, oh Gott. Ah, oh, zu spät. Gebt mir Wut. Die kann man eigentlich permanent oben halten. Die bleiben so lange. Noch ein bisschen runter, die Abklingzeit. Und dann kommen die eigentlich immer anhaben. Nein, nicht explodieren, bitte. So, jetzt kommt bald der Nepholimbus. Weg da. Da ist sicher irgendwo noch ein... Ah ja, da ist er. Der Schamane. Auch ganz schnell down. Oh. Die sehen gut aus. Die sehen okay aus. Die sind nicht so verletzt. Ah, wie viel spammt ihr? Geht weg. Hört auf, den zu spammen. Oh, meine Katze kommt zum Jammern. Flying. So, wo ist der Nephilim-Boss? Noch nicht. Okay, dann müssen wir noch ein paar Gegner töten. Aber ich habe so gekämpft, dass wir alle Fähigkeiten ready haben, wenn er kommt. Aber keine Schreine. Da ist ein Schrein. Ah, den haben wir ausgelöst. Da müsste er gekommen. Oh nein, ich habe noch nicht ausgelöst. Also jetzt kommt einer. Aber der ist nicht so zäh. Wieso ist der nicht so zäh? Ah, wegen diesem Schrein. Komm schon, ich brauche ein bisschen Energie. Gegner noch. Damit wir den besiegen können. Nein, es reicht nicht. Schade. Ja, ja. Wir sind genug stark. Der Schrein ist eben mega stark. Und wäre gut zum Post-Boss killen. Aber er ist ja schon weg. Was, der ist schon weg? Wie lange hält denn der? Ein paar Sekunden. Tja. Jetzt kommt der Boss. Das sind mehr Gegner als
gebraucht wird, ja. Ja, dort oben. Den brauche ich doch nicht dort oben. Was ist das für einen? Oh, der. Die Teufelsmaid. Oh, ist die zäh. Sowas nervt einfach. Lass mich in Ruhe. Aua. Nicht so angreifen. Nein. Abhauen. Jetzt übertreibt sie. Lass mich in Ruhe. Greife ihn an. Ja. Greife den Templer an. So, jetzt finishen wir mit dem Ruf der Urahnen. Oder Zorn des Besägers Eges. Hopp, hopp. Jetzt. Und Handschuhe, sehr schön. Das ist der Ruf der Uhren. Ah ja, genau. Habe ich ihn verwechselt. Und wir haben eine Magierfist. Ist die gut? Ist die besser? Ist die geil? Ja, die ist geil. Kritische Trefferchance um 10%, das ist, glaube ich, Maximum. Ah, lieb ich. Lieb ich. Dankeschön. So. Also mache ich hier Schluss bei. Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Diablo 3. Diesmal mit dem Kreuzritt, der ist Level 41. Da auf dem, also der Barbar keine guten Items, also die sich, die ihn verbessert haben, gefunden hat und er noch ein bisschen zu schwach für T1 war, habe ich mir überlegt, ich mache mal ein Temp, also ein, ja, ein Ding, Tempel. Ritter. Und der geht extrem ab. Ich hoffe, der ist später auch noch Ding, aber so wie ich in Guides gelesen habe, haut der richtig rein. Dann will ich den mal auf Level 70 machen und schauen, ob der T1 dann schafft. Je nachdem. Also ihr seht schon, einen extremen Damage Output hat er. Das ist gut so. Zeigen wir, was wir bei Iswell, was wir drauf haben. Ein bisschen leiser vielleicht. Sonst höre ich meine eigene Stimme nicht. So. Dieser Strahl macht extrem Schaden. Und er bewegt sich, das ist so cool. Ein sich bewegender Strahl. Der Himmelsfuror, so geil. Richtig geil. Und mein drittes Schwertding habe ich gefunden von diesem Stück. Kann ich gleich schauen.
Verhängnisbringer. So, und ja, verkaufen. Da hat es viel mehr bessere. Die nehme ich doch. Hier die nicht. Ich habe noch bessere Handschuhe. Aber ich habe gerade das MF, das Kane Set an. Für ein bisschen MF. Dann bringt es nicht so viel, wenn man die jetzt ausrüstet. Auch wenn sie viel stärker sind. So. Ja, die Edelsteine noch. So. Also, neue Sachen haben wir nicht. Level 42 habe ich den, dann kann ich den ablegen, die dazu nehmen. Und dann haben wir noch Schuhe. Also Hosen. Ja, Hosen habe ich jetzt gleich nicht. Nehme ich die Hosen. So. Sehr schön. Nehme ich die, den Ring noch. Der gibt mir Leben. So, der. Und drüben ist Israel. Sehr schön. Ich hoffe, die Stimmqualität leidet nicht darunter, dass ich meine eigene Stimme nicht so höre. Aber irgendwie ist es ein bisschen komisch etwas. Habe ich wirklich zu laut? Also ich höre eben nicht so laut. Ist halt gut gefüttert, dieses Headset. Fast kein Eigenklang. Und darum habe ich ein paar Probleme. So, hier. Und Akratz Champion. Wo bist du jetzt hin? Wieso bist du unsichtbar? Du darfst nicht unsichtbar sein. Hahaha. Ja. Niedlich. Blitzquelle. Und zusammenreißen für Akrats Champion. Merken. Eine Blitzquelle. Und ein Himmelsturm. Nehmen wir die Blitzquelle. Naja. Mir gefällt irgendwie der andere besser, aber wir werden ihn mal nutzen. Holen noch das letzte Kopfgeld vom vierten Akt und gehen dann wieder in einen Rift. So, schauen wir uns den mal an. Ja, hier bringt er halt nicht so viel. Werden kriegen. Ist doch recht stark. Hier müssen wir was töten. Ah, die Truhe läutern. Okay, und wo ist die? Na du? Kannst nichts anrichten, hä? Wir sind zu OP. Zum guten Glück verbraucht das nicht allzu viel vom Zorn. Ah, jetzt ist doch schon was los hier. Mal alles zünden. Tötet den, komm. Wir schaffen das. Ja. Sehr schön.
Jetzt, wo wir mehrere gesetzt haben, sind auch viele Blitze unterwegs. So, Peng. Und was haben wir denn hier drin? Okay, ein gelbes Item. Und hier sogar keins. Lohnt sich ja überhaupt nicht. So, zurückgehen. Wir haben alle 3 auf einem Streich. Nicht dieses. Ah, die Zitadelle. So. Gib mir ein Unique aus diesem Würfelchen. Nee, schade. Also dann. Nicht neue. Die können rein. So. Du kannst raus. Du wirst verkauft. So, okay. Jetzt. Umziehen. Jetzt machen wir noch mehr Damage. Diese Items gehen jetzt hier hin. Ich habe keinen Platz mehr. Ich muss Platz machen. Also Rift, los geht's. Jetzt können wir es schön durchrushen. Ja, danke schön, aber ich brauche dich nicht. Ein Schild. Nehmen wir doch gerne. Und jetzt Guests. Durchrushen. Der war ein bisschen zäh. So, wieder ein bisschen Zorn regenerieren. So. Boom. So, sehr schön. Und hier haben wir einen. Den dürfen wir nicht verpassen. Den Goblin. Schatzgoblin. Das macht so extrem viel Damage. Und diese Zwischenfunken. Diese Funken dazwischen, die machen so fett Damage, das ist Wahnsinn. So, das Huhn da. Die erkennt man so schlecht. Nachdem denkt man, die Gegner sind tot oder weg. Aber nicht, dass sie irgendwo am Boden sind. Als Huhn verkleidet. So. Hier haben wir sehr viele Elite-Gegner. Zum Vernichten. Wir vernichten ihn. Yeah. Neues Schild. Ist nicht so gut. Da haben wir noch ein besseres. Okay. Bessere Handschuhe. Sehr schön.
Wenn man mehrere hat, dann sieht's cool aus. Akkurat Champions im Zorn regenerieren. So. Und Bombardement ist dann ab Level 60, 61 glaube ich. Und das fetzt dann noch mehr. Das ist dann schon fast OP. Eigentlich ist es OP. Mit guten Items ist es dann noch mehr OP. Aber wir sind schon zu OP. Jo, machen dann einen Schwierigkeitsgrad nach oben. So. Jetzt haben wir so viel MF und finden nichts. Ah Mann, das ist wieder Fraps. Wenn Fraps an ist, dann finde ich keine Unix, keine Legendaries, keine Z-Items. Das ist schlimm. Sehr schlimm. Stampete. Was ist denn Stampete? Nehmen wir mal den. Wow. Der sieht richtig cool aus. Hoffentlich ist er auch stark. Aber er bleibt halt nicht lange. Die Bogenschützen bleiben halt einige Zeit. Mal schauen, wer stärker ist. Oh, das Pferd ist stärker. Das sieht man jetzt schon. Da machen die für 4 Sekunden weniger Schaden als der für 1 Sekunde. Oder nicht mal 1 Sekunde oder so. So. Wir schauen uns noch den Knipp-Ding an. Der macht aber nicht so viel Damage. Nein. Auch wenn es ein gutes Amulett ist, das Schutzschild hier ringsum, das Schaden macht, ist viel stärker. Hier kommen gar nicht Sachen runter, wenn die Teile runterkommen. Die Brocken. Die Decke einstürzt, kommen sonst immer Gegner runter, aber im Riff kommen die gar nicht runter, weil die gar nicht gescriptet wurden zum Runterkommen. Oh, das ist so heftig. Boom, und betäuben, sehr schön. Ah, dafür lebe ich den. Die Pferdchen.
mehr Leben. Geht's noch mehr Leben zu haben? Heftig. Sowas von heftig. Na? Wie lang ist dieses Level? Gott, oh Gott, oh Gott. Wir sind OP. So, jetzt gibt's auf die Fresse. Schon. Okay. Habe jetzt gar nicht geschaut. Geh weg. Hat er Kacke Kult an, mehr cool. Hier hast du nochmals das Pferdchen. Aua. Kälteeinbruch heißt er. Ha. Wir vernichten alles. Alle und jeden. Wir sind zu stark für sie. Wir sind Herkules. Oh, der Film, den werde ich jetzt im Kino schauen, wenn er kommt. Ich war früher ein extrem großer Fan vom Herkules, die Serie. Da war noch dieser gute Schauspieler mit den blonden Haaren. Aber ich weiß jetzt nicht, wie mehr der heißt. Oh, das war so gut. Und Xenia habe ich auch immer wieder geschaut. Das waren noch Serien. Da hat man wirklich jedes Mal ist man am Abend vorm Fernseher gehockt und hat diese Serien geschaut. Jedes Mal. Es war Pflicht. Es war wirklich Pflicht. Und jetzt kommt ein Kinofilm von Herkules mit Scott Adkinson in einer Rolle. Ich glaube, der Prinz oder der König ist Scott Adkins. Und also von den Bösen, glaube ich. Er spielt eigentlich immer die Bösen aus, so natürlich in seinen Filmen. Aber weil er so böse aussieht, zum Beispiel von Yuri Boyka. Oder der von The Exemplis 2. Weiß nicht, wie man das ausspricht. Da war einer der Bösen, der Handlanger vom Bösewicht. Und ja, das sah so richtig böse aus in diesem Film. Ja, den Film habe ich erst geschaut. Der erste und der zweite Teil. The Exemplis. Mann, ich kann das nicht ausspielen. Ist doch egal. So, sehr guter Film. Oder sehr gute Filme, meine ich. Was ist denn hier los? Nicht viel Monster. So, Dille. Also da drüben war nichts, hier ist auch nichts. Ist schon wieder so ein... Ja, ich mag die Levels nicht, wo man nicht erkunden kann. Diese geradlinigen Levels mag ich überhaupt nicht. Kann man den Chat nicht ausstellen? Dass da nichts angezeigt wird. Falsch gezielt. Geh weg. Du hast nur mehr Leben. Also hau ab. Du bist doch keine Herausforderung für mich. Schäm dich.
So, betäuben. Ja. Yeah. Unix, kommt ihr nicht mehr? Geh ich mal zurück. Ich muss zurückkehren. Ja, ich muss auch zurück. Okay, schon Level 44 bald. Sehr schön. Nichts Gescheites. Nö, wo war das? Okay, nein, ist egal. Die waren sowieso nicht gut. So. Und weiter geht's. So kann man schneller laufen ein bisschen. Dieses Level ist irgendwie ein bisschen langweilig mit dem Ding. Gebietsabschnitten sind immer die gleichen. Hier wahrscheinlich auch wieder das gleiche. Ja, ja. So, komm. Sie wurden überfahren, überritten. Kein Problem für uns. Aha, unsichtbar noch. Der Hut ist schon geil. Der hat so ein Messer, also so ein... Wie soll man den? Ja, die haben einen bestimmten Namen. Vor allem so eine richtig scharfe Klinge auf dem Kopf. Wenn jemand zum Beispiel... Also könnt ihr gut Kopfstoß machen mit diesem... Könnt ihr noch schneiden ein bisschen, ins Fleisch schneiden. Prima. So ein Helm. Oh, noch mehr. Nicht gerade gut, wenn die so eingequetscht sind. Dann können sie sich nicht zu mir bewegen. Die müssen sich doch zu mir bewegen können. Und wir haben einen Lederpanzer. Genau vor dem Rift haben wir einen gefunden. Ein Unix. Da wollte uns das Spiel doch noch beschenken, kurz vor dem Ding. Dem Fertig, den Abschluss. Einen Überlebensbonus. Was ist ein Überlebensbonus? Ach egal, wir rüsten es aus, fertig. Sind wir grün? Und der grüne Ritter sagt,
bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Schön die Schuppen. Schöne Schuppen. Von vorne sieht er auch ein bisschen goldig aus. Okay, bye. Spinnen töten, Spinnen töten. Ha, 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 ha.